Das ist ein 20er, das ist richtig. Wenn das ja nicht so lecken würde mit dem Aufruf von dem Zeug hier. Oh. Hier ist noch was mit Eisenteilen. Ah, hier. Ah, hier ist auch noch was. Okay. Eisenteile, Glasscheibe und Sand. Das sind ja drei Sachen auf einmal hier. Die Forschung läuft. Die spawnen direkt ins Depot jetzt rein. Eisenteile, das ist das. Okay, da kann man auch bedenkenlos den wieder mit dem Großen nehmen. Und vor allem zwei Stück. Dann noch die Glasscheibe. Oder war eine Spezialtransporter dafür, nicht, dass die Glasscheiben hier kaputt gehen. Wie viele Fahrzeuge haben wir jetzt? 263, vorhin hatten wir irgendwie 280, das heißt, wir haben schon 20 LKWs eingespart. Was ja so an sich schon mal eine nice Sache ist. So, wie viele Glasscheibendinger gab es hier? War das jetzt bloß drei? Ja. Und dann noch den Sand. Ist auch schon alle da, genau. Sand haben wir, glaube ich, auch genug. Also behalten die auch ihre ursprüngliche Anzahl. So, es müsste doch aber wirklich mal so langsam alles gewesen sein an Fahrzeugen. Kohle. So. Erst müssen das doch wirklich mal alles gewesen sein, so langsam. Ich wüsste gar nicht mehr, wo ich jetzt noch gucken soll. Doch hier Holzrahmen. Holzrahmen. Ne, die Holzrahmen scheinen jetzt das einzige noch zu sein, was noch alt ist. Ist ja mein Eindruck. Achso, weil die ja warten müssen. Da klemmt es irgendwie mit dem Nachschub. An Zeugs. Ich denke mal, gehen wir mal auf 3 dann. Äppelheim ist jetzt Großstadt. So, okay. Wo kommt denn das Holz her? Von hier. Also ein bisschen was geht's ins Lager für die Züge. Aber hatte ich nicht irgendwo nochmal Holz geholt? War das nicht hier oben gewesen irgendwo?
Ah, hier ist auch bloß Eisenerz. Hier haben noch mal Holz. Neuenbürg. Gucken wir erstmal kurz, ob wir jetzt ja wirklich alles haben an Fahrzeugen. Sagt einfach Stopp, wenn ihr noch was gesehen habt. Nö, sieht aber eigentlich gut aus. Da sind noch die Busse. Nö, da müsste alles jetzt umgerüstet worden sein. Alle LKWs jetzt durch. Ich will mal kurz was trinken. Moment. So, da bin ich wieder. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das dann in den Städten entwickelt mit den ganzen Dingern. Ob wir den wieder auf grün kriegen, indem wir noch mehr... guck mal, ist wirklich alles. Das hatten wir mal auf grün, ne? Und jetzt hier gelb, gelb, gelb. Naja, gut, egal. Jetzt würde ich einmal sagen, machen wir mal hier den Ausbau der Passagierstrecke. Wo fährt denn der zum Beispiel hin? Nach Ostfildern. Das ist hier unten. Ja, das bauen wir gleich als nächstes aus, würde ich sagen. Jetzt gewesen sein, ne? Nach Ostfildern. Gleich noch ordentlich. Und das. So kann der Zug, der nach Ostfildern fährt, auch gleich jetzt ersetzt werden. Ne, Moment, stopp. Hier unten war das der hier? Kreuzburg nach Ostfildern. Genau, da kann jetzt auch was Schnelleres bekommen. Frage ist, ob man dann nicht wartet. Ah gut, das dauert noch ein bisschen hier. Bis es hier fertig erforscht ist. Oh, das ist Zug Nummer 1. So, ein Elektropassagier. Elektro und Passagiere. Den, zack. Ach ja, mal diesen Amtrak-Style-Zug. Na gut, das ist natürlich noch Diesel. So, und dann gab es nicht hier drüben auch noch einen Bahnhof. Genau.
hier rum? Na gut, da könnte man eigentlich auch schon. Na gut. Ja, wegen Güterzügen weiß ich jetzt halt nicht. Aber man könnte eigentlich die Straße. Ach, dann geht hier hoch irgendwas. Hoch. Oh, vielleicht machen wir wirklich erstmal Passagier. So, was haben wir da im Angebot? Das kann weg. Hä? Ach so, das sind Scheinfeld nach Twistringen. Ist es elektrifiziert? Ja, das könnte funktionieren. Wobei ich schon gern so ein bisschen die nicht alles mit diesen Triebwagen ersetzen möchte. Sag ich mal. Es wird auch bestimmt auch mal irgendwann nochmal eine einzelne Elektrolok geben, die man vorkoppeln kann. Fortschrittlicher Holzrahmen haben wir jetzt noch nicht.